Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule. Wir haben seit langer Zeit mal wieder eine Replay-Challenge, die wir heute hier uns anschauen werden. Ich habe mehrere Videos für euch bereitgestellt. Die findet ihr alle hier unten. Die müssen von euch unbedingt alle angeschaut werden. Wer im Laufe der Woche es schafft, mit seinem Replay mindestens 350 Aufrufe zu sammeln und derjenige ist, der die meisten Aufrufe hat in einer Woche, bekommt von mir Gold im Wert von 10 Euro. Wenn ihr es schafft, über 700 Aufrufe zu ergattern, dann kriegt ihr von mir Gold im Wert von 20 Euro. Das sind so um die 5000 Unzerdrückte. Ist auf jeden Fall ein recht vernünftiger Preis, würde ich sagen. Das Ganze wird gesponsert von einem, das sieht man unten unterhalb vom Video, auf den Link bitte draufklicken, wen das interessiert. Es geht um Blockchain-Technologie, es geht um Kryptowährung und so weiter. Wenn es da irgendwelche Interessenten gibt, da findet ihr nähere Informationen, auch die Möglichkeit, in eine neue Kryptowährung zu investieren. BXN heißt er, glaube ich. Ist, wie gesagt, der Sponsor für alle meine Videos. Wird ab sofort die Werbung immer unten drunter sein. Und da, ja, wen es interessiert, auf die Werbung draufklicken. Wie gesagt, ist das Sponsoring von dem Ganzen hier. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem aktuellen Video. Wie gesagt, es sind ein paar mehr. Es soll sich ja auch lohnen für euch. Und für alle, die zuschauen, soll natürlich auch die große Auswahl haben. Ich werde jetzt versuchen, immer wieder öfter aufzunehmen. Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Dadurch, dass ich Papa bin, fehlt mir ein bisschen die Möglichkeit, da meine Zeiten besser einzuteilen. Auf jeden Fall werde ich mir Mühe geben, dass ich da jetzt ein bisschen öfter dran bin. Und ich hoffe, dass ihr mir weiterhin Replays einschickt. Immer bitte vom aktuellen Patch, nicht von irgendeinem vorhergegangenen, weil die nützen mir recht wenig. Da müsste ich jedes Mal irgendwie irgendwas Neues aufspielen. Habe ich weder Zeit noch die Lust dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Stattdessen immer wieder vom aktuellen Patch. Und dann kann ich den auch abspielen und euch auch bei der Replay-Challenge mit unterbringen. Also wie gesagt, es gibt zu gewinnen Gold im Wert von 10 Euro für 350 Aufrufe. Und ihr müsst der sein mit den meisten Aufrufen. Und wenn ihr es schafft, mindestens 700 Aufrufe zu bekommen, kriegt ihr Gold im Wert von 20 Euro. Wie gesagt, viel Glück für alle und jetzt viel Spaß mit dem Replay. Bis gleich. So, da sind wir. Erste Runde fahren wir mit Chris 110 vom Clan T17B im E25. TD der deutschen Streitkräfte, E steht für Erprobungsfahrzeug. Und wir haben eine 75mm Kanone drauf. Hier wird nur Premium geschossen, denn er hat 194 Durchschlag auf Premium-Munition für einen 7er TD. Ist das nicht besonders viel? 1156 Meter pro Sekunde ist ziemlich gut. Auf Standard hätten wir nur 150 Durchschlag. Fast schon selbstredend, dass die Kiste Special Matchmaking hat. Und dementsprechend mit Premium-Munition, glaube ich, immer ein bisschen besser unterwegs ist. Kann man bei vielen, vielen Panzern machen, wo man nur mit Special, wo man nur mit Premium-Munition richtig gut ist. Der gehört auf jeden Fall damit dazu. Wir fahren mit Schokolade, wir fahren mit einem passiven, mit einem aktiven, nee, passiven Sichtsystem. Das heißt, oh, schauen wir mal, wer da drüben offen ist. Treffer Nummer 1, eine extrem schnelle Nachladezeit. Da war ein Schuss auf den Skorpion, also auf jeden Fall jede Menge Munition schon mal losgeworden, ganz am Anfang. Glück, dass er hier nicht aufgemacht wird. Ich muss kurz auf Pause machen, es geht leider nicht anders. Also wir haben eine Schere drauf, wir haben einen Tarnnetz drauf, gehen wir davon aus, dass noch ein Ansetzer mit drauf ist. Man kann andere Sachen ebenfalls noch einbauen, vielleicht um die Sichtweite noch ein bisschen zu steigern oder andere Sachen. Vielleicht eine Lüftung mit rein, aber ich denke mal, ein Ansetzer könnte noch mit drin sein, um die Feuerrate noch mal ein ganzes Stückchen anzuheben. Wir sind gelandet in einem 8er Gewicht mit der 7er und 6er Unterstützung, also plus 2 Matchmaking. Und wir sind auf Ruinberg, absolut okay. 1:1 steht's. Und wir müssen Glück, dass wir oben einen aktiven Aufklärer haben, der sich da ein bisschen rumtreibt. Wir können hier unseren Schaden anbringen, haben auch Glück, dass wir hier nicht irgendwie von der Seite irgendwie angefahren werden. AMX M445. Starkes Fahrzeug, weiß, wo es hinschießen muss. Kriegt da den nächsten. Leider war es das dann. Also unten auf der Heavyline sehen wir extrem schlecht aus. Dafür haben wir hier oben auf der
Medium-Linie oder ja, würde ich sagen Medium-Linie einen recht großen Vorteil. Wenn alle ein bisschen mitmachen würden, unter anderem der T25-2, der wahrscheinlich AFK ist, würde es noch ein bisschen besser aussehen. So ist das ja leider noch ein bisschen zu schwach. Da ist er draußen, da ist er draußen, da ist er draußen. Ja, gib ihm. Dürfte ein Cromwell sein, von der Skulptur oder von der Struktur her. Auf jeden Fall. Oh, prallen sogar mal Schüsse ab, obwohl wir auf Premium-Position unterwegs sind. Also kann mit seiner Kette ein bisschen was von unseren Munitionen, blocken. Auf jeden Fall hier eine gute Position erwischt. So halb offensiv. Und lebt davon, dass hier irgendwo ein HWK 30 steht, der keine Lust hat auf uns zu schießen. Beziehungsweise war ja nach vorne zu fahren. Da ist jemand offen. Jawohl, Jackson. Muss ein bisschen aufpassen, dass er hier nicht gleich aufgeht. Äußerst gefährlich. Wo ist der HWK 30? Müssen sich die anderen drum kümmern. Bleibt auf jeden Fall, man muss es hier ganz kurz mal überlegen, außerhalb der Proxy Range. Da kann hier ein Proxy-Spot nicht aufgemacht werden. Richtig fein. Der Panzer muss unbedingt aktiv gefahren werden. Allein schon seine Mobilität macht es möglich, dass man hier öfter mal die Flanke wechselt. Ist jetzt in dem Fall nicht unbedingt notwendig, aber wir können ja zumindest das Fahrzeug aktuell in ordentlichen Szene setzen. Und verlieren leider gerade die Stadt. Und einmal noch. Jawohl. Kill Nummer 1, der Skorpion ist raus. 2200 Schaden haben wir gemacht, genau. Und 378 Schaden haben wir aufgeklärt. Zwei Möglichkeiten: entweder wir fahren zurück und verteidigen. Die Kanone ist nicht unbedingt dazu da, um richtig zu verteidigen. Dann drüben steht ein Bisonte unter anderem und der ist schon ordentlich hart. T29, auch mit einem extrem starken Turm, schwierig den zu penetrieren. Untere Wanne müsste auf jeden Fall was gehen. Obere Wanne eventuell auch noch, aber ich würde mich halt wie gesagt nicht drauf verlassen. Und er muss außer Distanz gespielt werden. Punktgenauigkeit, nicht unbedingt eine deutsche Kanone. Aber dadurch, dass man sie wirklich sehr flexibel einsetzen kann, aufgrund der Mobilität, macht es auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und man muss halt auf Mobilität stehen. Das ist nicht jedermanns Sache. Der hier besteht aber drauf. Ansonsten verliert man erstens schnell die Geduld und zweitens schnell sein Fahrzeug. Ist mal wieder offensiv. Nee. Kommt da nochmal rückwärts raus. Sieht nicht so aus. Bisonte, was sehen wir dann? Nur den Turm? Ja, keine Chance. Braucht er nicht probieren, normalerweise. Man kann es probieren, wenn man möchte, aber wirklich nur, wenn genügend Munition dabei ist. Brauchst du Turm frontal? Keine Chance. Untere Wanne eventuell, denn die sehen wir hier ein bisschen. Ah, okay. Hätte ich nicht gedacht, aber hat super funktioniert. 8 zu 9 steht's. Aktuell waren zwei Panzer noch nicht offen. Hier wieder ein bisschen zurückziehen. VZ-44-1, also alle Kanonen, die hier irgendwo unterwegs sind, sind für uns recht gefährlich. Aber hier in das Fahrzeug muss man sich auf jeden Fall Sorgen machen, denn das Fass hat auf jeden Fall die Möglichkeit, allein so viel Schaden zu machen, beziehungsweise dem ganzen Spiel seinen Stempel aufzudrücken, weil er einfach mal in den richtigen Händen extrem stark ist. So, haben wir da, super Hellcat. Wir müssen es wieder ein bisschen verschieben. Aber ist kein Problem, 40 km/h, 50 km/h, also über 60, absolut kein Problem. Über 60 Kilometer pro Stunde. T29. Richtung Kettenrad auf jeden Fall zum Schießen. Wir wollen ja hier effektiv sein, das heißt ab und zu auch mal das Fahrzeug anzuhalten. VZ-44-1 bietet sich da ebenfalls noch an. Wir haben es recht gut eingeigelt. Mit drei TDs und einem Artillerie sind wir noch ganz gut dabei. Aber es sind halt eben auch zwei Panzer hinten. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es hier noch gut ausgeht. Einer muss oben die lange Linie halten. Am Tarnwart sind wir auch extrem
extrem kleines Fahrzeug auch ein extrem guter Tarnwert. Von daher die Tarnmatte, die man oben drauf hat, noch eine kleine Bereicherung auf jeden Fall. Effektivität über 60 km/h Höchstgeschwindigkeit, stark. Auf jeden Fall gut unterwegs, der liebe Chris. Chris 110. Bisschen außerhalb, da. Am Turm, kein Problem. Noch ein. Und also raus, toter Sterben. Kill Nummer 4. Jawohl, den Kill da drüben übernimmt der T78 am AMX M445. Das heißt, diese Ein-Igel-Taktik hat wunderbar funktioniert. Wir haben noch ein Easy 8 gegen uns, eine Super Hellcat, eine Artillerie und was war noch nicht offen? Oder T40. Dürfte entweder hinten im Cap stehen, AFK oder ähnliches. Aufpassen, wir haben ein bisschen was schon einstecken müssen, aber mit 553 HP ist er noch ganz gut dabei. Hoppala, aufpassen. Da unten steht sie. Super Hellcat, vielleicht kriegt man da ein bisschen Unterstützung drauf. Punkt der DPM kann die Super Hellcat nicht mithalten. Sind wir auf jeden Fall eine ganze Ecke besser. Die 130 wollen wir auf keinen Fall einbüßen. Easy 8 ist One Shot. Aber wir sind fast ohne Schutz hier. Die 130 unten ist abgelenkt. T78 holt sich den Easy 8. Jetzt die Arti fällig. Geht sie raus oder nicht? Sie ist da draußen. Super. Super Hellcat zieht sich zurück, oder? So gut wie. Also. Beim RAM übrigens ein exzellentes Fahrzeug. ...460 RAM-Schaden haben wir gemacht und 187 RAM-Schaden haben wir eingebüßt. Also das Ding ist zwar klein, aber es ist unheimlich gemein und macht dementsprechend auch ordentlich Spaß. Unser Skoda T40, den wir da drüben haben, ist uns da ein bisschen aufgegangen, ist AFK. Ist auf jeden Fall okay, nehmen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen ein paar Pünktchen mit hier noch zum Abgrasen. Geht absolut in Ordnung. Und den Kill am Ende holt sich die Su-130 PM. Wir haben 5 Kills gemacht, die Su-130 mit 5 Kills. Knapp 4000 Schaden und 671 Aufklärungspunkten. Richtig geile Runde. Gucken, was die Auswertung dazu meint. So, dafür gibt es ein High-Kaliber. Brazen Arms, 25 Anleihen, ein bisschen gedönst. Natürlich ist das Ganze auch ein M. Denn wir haben 1582 Basis-XP geholt. Der wird auf jeden Fall auf einem guten Niveau gefahren. Viel weniger an Basis-XP würde ich mir nicht getrauen. Man hat es gemerkt, Mobilität und so weiter spielt da eine recht große Rolle. Im Punkt der Panzerung brauchen wir nicht viel erwarten. Der wiegt halt nur, ich glaube, knappe 30 Tonnen. Aber zum RAM stark geeignet, hat man gerade gegen die Super Hellcat gemerkt. Da kann es schon ordentlich was abziehen. Macht auf jeden Fall einen richtigen Spaß. Wir haben 58.000 Nasse auf dem Konto, weil wir da mit Premium-Munition halt immer ins Minus fahren. Aber unterm Strich halt ein richtig geiles Replay. 49 Schüsse abgefeuert, 38 getroffen, 32 zerschlagen. 3,12 Kilometer auf der Kette. Ein bisschen sehr viel Schaden, über 300 Meter, aber ist okay. Wir haben dafür etwas weniger als 10 Minuten gebraucht. Und wirklich, wirklich gute Runde absolviert. Danke an Chris 110 fürs Einsenden dieses Replays. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.